8000. Kann ich auch hier mit Schwein interagieren? Nein, schade. Okay. Also das System ist das gleiche wie in Assassin's Creed 3. Das ist schon mal sehr schön. Lauf! Eine Kiste nehmen. Komm, ich tue doch B. B. Achso, kurz genug halten. Okay. Wenn ich eine Kiste trage. Gut. Also ich werde zwar entdeckt, aber ich werde nicht so schnell entdeckt. Gut. Vor mir ist ein Sklavenarbeiter wahrscheinlich. Also ich muss sagen, die Grafik sieht schon sehr gut aus. Wer bist du? Wie kamst du an den Wachen vorbei? Wir haben hier schon genug Ärger. Und brauchen nicht mehr. Ich bin Aveline, eine Freundin. Es heißt, Sklaven seien entflohen. Doch ich muss keiner mal ausmachen. Und weiter geht's. Der Zufluchten erreicht. Wir befürchten das Schlimmste. Wenn du Spionin bist, Aveline, wirst du hier keinen Grund für Klagen finden. Meine Brüder verschwanden. Dann meine Tante. Heute meine jüngste Schwester, Therese. Es war keine Flucht, wie du sagst. Es war Raub. Und Therese würde alleine nicht überleben. Ich finde sie. Wenn jemand über diese Felder gelaufen ist, hat er Spuren hinterlassen. Ah, der Adlerblick. Schön. Auf die Plantagenvilla klettern, natürlich. Entschuldigung. Jetzt. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt so oft unterbrechen muss, aber es ist gerade hier etwas viel los. So, wie komme ich dahin, ohne entdeckt zu werden? Die sehen mich alle nicht. Also hopp. Los, 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 lauf. Ja. Perfekt. Njong. So, ich soll die Scheune untersuchen. Okay, das ist klar, dass man Hinweise von einer Plantage oder von einer Villa direkt sieht, dass man in die Scheune muss. So, jetzt springen. So, das hätte ich nicht entdeckt. Fallen lassen. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? No. Sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Jetzt wird's spaßig. Und? Ha! Komm!
Das war einfach. Dieser Albtraum! Ich kann einfach nicht mehr! Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. Kann die laufen? Schön. Okay, die Ladezeiten von der portierten Version. Aveline, meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben, dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen? Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau, eine Sklavin, schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen, draußen, auf der Straße. Aveline! Sei nicht böse. Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Home, jo. Ach ja. Tut mir leid. Bonjour. Ich weiß nicht, dass ich seinen Avancen endlich erlegen bin, aber er hat mich gezwungen. Ah. Bonjour, Madame. Plötzlich werde ich ganz freundlich begrüßt. Ist wohl alles eine Sache der Kleidung. Aber wie? Ich kann mit dir nicht klettern, das ist doof. Also kann ich hier gar nicht entlang. Ah, super. Da ist auch nichts. Enchanté de vous revoir. Nein, ich will gar nicht stehen.